Wer tanzen will, muss die Musik bezahlen, weißt du? Du hast meine Sachen an den Dreckshaken gehängt? Seit 6 Jahren habe ich den Schrank gehabt. Und du hängst meine Sachen einfach so an den Haken? Wenn Vicky sagt, tu das, dann tu ich's. Was bleibt mir übrig, Rocky? Wo ist er? Er ist draußen und arbeitet mit Dipper. Er ist heute mächtig schlecht gelaunt. Ich auch. Für mich ist er der kommende Mann. Er ist auf dem aufsteigenden Ast. Und du? Was? Du bist eine Pflaume. Pflaume? Ja, du vergisst, dass ich einen Boxstall habe und hier nicht eine Art Volksküche unterhalte. Die hätte ich einen Daumen brechen sollen. Also, ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir zusammen ausgehen, was essen, miteinander lachen und uns amüsieren würden. Wie wäre das? Würdest du gern mit mir, weißt du, wenn wir ausgehen würden? Das wäre vielleicht ganz nett, vielleicht willst du. Wir werden viel Spaß haben. Wir werden uns sicher amüsieren. Mein Vater ist ein alter Mann. Er ist nicht sehr schlau und er hat zu mir gesagt, du bist auch nicht sehr schlau. Also versuch was mit deinem Körper zu werden. Und so bin ich Boxer geworden. Das Kreuz? Ja, das Kreuz tut mir weh. Bist du taub? Nein, nur zu klein. Hör zu, Ronny. Ich will doch... Geben Sie es auf, Mickey. Ich hätte Ihre Hilfe vor 10 Jahren gebraucht. Oder noch früher. Ja. Da haben Sie mir nicht geholfen. Da war ich uninteressant. Wenn du meine Hilfe gewollt hättest. Ich sage, wenn du Hilfe brauchtest, warum hast du mich nicht darum gebeten? Warum hast du mich nicht darum gebeten, Rocky? Das habe ich auch. Aber Sie haben nie hingehört. Ich bin ja schon 76 Jahre alt. Und mach das mit Apollo Creed und du wirst als Mörder eingesperrt. Noch eine Überraschung für dich. Was? Hey, Batkus! Komm her, mein Alter, komm. Na komm. Dann hast du beim Lauftraining Gesellschaft. Komm, ich stelle die Familie vor. Sein Besitzer hat sich nie gemeldet, was? Loja hat gesagt, du willst ganz im Wald. Ach, und ob ich ihn will? Was frisst er denn so? Er frisst kleine Schildkröten. Ist das wahr, Batkus? Ist das wahr? Was? Ich kann ihn nicht schlagen. Apollo? Ich bin nicht so große Klasse wie er. Du hast so hart trainiert. Ja, aber es spielt keine Rolle. Vorher bin ich niemand gewesen. Das darfst du nicht sagen. Ach komm, Edel, das ist doch wahr. Noch keiner ist bei Creed über die Runden gekommen. Wenn ich die ganze Distanz durchhalte, wenn ich beim Läuten vom Schlussgong immer noch stehe, dann werde ich zum ersten Mal in meinem Leben wissen, dass ich nicht nur irgendein Penner, ein Niemand bin. Noch macht Rocky einen beherrschten Eingriff, aber schon eröffnet der Weltmeister den Schlagabtausch. Der ersten linken Champions. Creed will seinen Gegner nervös machen. Und schon greift Rocky wieder an. Tatsächlich wie ein wütender Hinz geht er auf den Meister los. Jetzt will er es wissen. Der Champion hat sich wieder gefangen. Er ist voll da. Er hat in seinen Schlägen die alte Kraft. Rocky wird bald händisch getroffen. Die Formelfeuer von Schlägen kracht auf Rocky nieder. Rocky.
Ich sehe nichts mehr. Beide Augen sind zu. Ich sehe nichts mehr. Hilf mir, Maggie. Ich tue, was ich kann, Rocky. Okay. Versuch es. Mein Gott. Ich will auch keine. Es gibt keine Revanche. Vielleicht noch darauf hinweisen, dass der Kampf um die Meisterschaft im Weltergewicht zwischen Adrian! Das da ist mein Freund. Lassen Sie los. Hören Sie auf. Sie zerreißen mir das Jackett. Ali! Adrian! Rocky! Adrian! Rocky! Da bist du endlich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.